Was jault denn hier in meinem Zimmer so rum? Naja, es geht erst gegen Newcastle United und dann gegen Piemonte Calcio im Rückspiel der Champions League. Dass wir 3:3 ja unentschieden gespielt haben. Und ich denke mal, ja, wir werden heute diese ganzen Spiele, ja, Newcastle und Piemonte Calcio werden wir spielen. Newcastle steht, glaube ich, ganz unten in der Tabelle. Vorletzter. Ja, ist vorletzter. Und wir sind auf Platz 6 mit einem Spiel weniger. Ich denke, das können wir simulieren. Schnell simulieren. Vielleicht ein paar Kräfte schonen. So einer wie Mohamed Salah. Den können wir schon. Mané können wir schon. Milner für Jones. Konaté für Gomez. Damit wir im Champions League Spiel gut gerüstet sind. Und wir gewinnen 4:1. Super. Ja. Und jetzt Jugendakademie. Peter Hinz. Oh, Torben Grüne, der hat schon mal gute Werte. Der gefällt mir. Noah Werner, Hannes Werner ist auch ein Kandidat. Uwe Schmidt, naja. So. Und jetzt, ja, kommen wir zu unserem, ja, bis jetzt wichtigsten Spiel in der Saison. Ich werde noch mal kurz abspeichern. 25. Ich denke mal, hier kann ich abspeichern. So. Lasst uns hineingehen. Teammanagement. Sind alle relativ fit. Goretzka, ja, nicht ganz. Vielleicht Keita reinbringen. Und Goretzka einwechseln. Sonst ja, sind unsere Reserven nicht so pralle. Gut, mit Luis Diaz, Van Dijk hat, ist auch nicht mehr so fit. Aber wir gehen jetzt hinein und geben unser Bestes. Ihr könnt ja mal schätzen, ob wir weiterkommen oder nicht. Ja, wir haben ein Heimspiel, aber es ist halb Halbfinale. Da kann halt alles passieren. In Anfield. Und wir haben Anstoß und los geht's, Leute. Mané ist das am Ball. Rüber zu Thiago und Alexander Arnold. Gucken wir mal, ob wir hier ein Durchkommen haben werden.
das Tor. Erster Schuss. Vlahovic. Ja, genau im falschen Moment abgebrochen hier die Aufnahme. Oder war noch jemand dran? Okay. Achtung, Leute. Alles an. Klärt. Ja, die Italiener sind sehr aggressiv gerade. Alisson. Rüber auf Mo Salah. Schöner Ball auf Jota. Und der macht das 1-0. Was ein wichtiges Tor. Das 1-0 aus dem Nichts. Da hat er sich super freigelaufen. Und Martin. Sauber. Ja, unhaltbar für den Gegner. Ja, darauf müssen wir aufbauen. 4-3, das Gesamtergebnis. Sehr gut, Alisson im Nachfassen. Schöner Ball, Mo Salah. Komm. Oh. Okay, sie greifen früh an. Kommt der an? Nee, kommt nicht mehr an. Schöner Ball, Bernardeschi. Tolles Zusammenspiel. Jota fällt. Kein Foul. Oh Gott. So, Achtung. Überzahlspiel. Nicht zur Flanke. Der liegt. Oh, fuck. Da fällt das Unentschieden. 27. Minute. Ach, Mist. Ja, es war abzusehen. Schlecht verteidigt. So, wir brauchen eine Antwort. Jota. Rüber. Mané. Thiago. Kommt nicht mehr zum Abschluss. Bernardeschi. Juri. Schön. Ballgewinn. Thiago rüber. Ah, schlechter Ball. Delikt. Der ist schnell. Ruhig, Leute.
Zahn. Joko rüber. Mané. Flanke kommt. Jota macht das 2-1. Was ein Kopfball. Was ein wichtiger Kopfball. Mal über die linke Seite, über Mané. Und er steht genau richtig. Und der Keeper hat keine Chance. Noch leicht. Ja, hätte er noch halten können. Aber da brauchst du schon eine sehr gute Reaktionszeit. Sauber. Kurz vor der Halbzeit machen wir hier den Führungstreffer. Puh. Immerhin so Phasen. So, und jetzt aufpassen. Gattelli. Oh, 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 oh. Leute. Puh, ich hab den schon drin gesehen. Den habe ich wirklich schon drin gesehen. Ja, knappe Führung. Sehr, sehr knappe Führung. So, vielleicht bauen wir noch einen Angriff auf. Ja, nee, hat abgepfiffen. 2-1 zu Hause zur Pause. Die Fans. Ja, den gefällt's. Aber mir noch nicht. Müssen wir echt noch besser werden. Ja, Thiago van Dijk. Abwehr macht schon langsam schlapp. Zum Glück haben wir ja in der Liga nicht mehr so die harten Brocken. Das würde jetzt noch fehlen, wenn wir in der Liga richtig harte Brocken hätten. So, rüber. Salah. Der hat noch Dampf. Und wer macht hier das 3-1? Ja, wer natürlich? Jota. Sauber. Ja, da kann der Keeper nichts mehr machen. Und Jota hier mit seinem dritten Tor. Das ist natürlich jetzt ein gutes Polster. Da können wir jetzt schon ein bisschen befreiter aufspielen. Schöner Seitenwechsel. Jota. Okay, kann keine Flanke reinbringen.
Konte wird jetzt natürlich auch offensiver werden. Oh, Ball geht drüber. Mané kommt nicht mehr an den Ball. Chiesa. Mist. Den hätte man noch abwehren können. Chiesa. Rüber. Juri B. Mist. Ausgespielt. Es geht so leicht. Ja,
Chelsea oder Paris. Gucken wir mal. Top-Torjäger. Sind wir hier in der Premier League? Oh, Mané hier. 20 Tore in 30 Spielen. Danach kommt Salah. Jota ist auch schon in den Startlöchern. Nächsten Mal.